Maria Magdalena. Komödie in drei Akten. Frei nach Friedrich Heppe. Hochzeit. Ganz modern. Steht es mir? Steht mir auch passen. Mir gehört es. Ein bisschen kürzer gemacht und es passt. Totschick. Das war schon 10-mal in und aus der Mode. Das ist alles schon da gewesen. Schenkst du es mir? Das lass du stehen, das ist mein Hochzeitskleid. Das ziehe ich zu meiner Beerdigung an. Genau, und bis dahin leistest du. Da lass du die Finger davon, das ziehe ich in den Sarg an. Mein letzter Wunsch, der muss dir heilig sein. Dass du mir ja nicht was anderes anziehen lässt, wenn ich tot bin und mich nicht mehr wehren kann. Wenn ich einmal tot bin, können sie mich von mir aus in der Blutschins in den Sarg legen. Das ist mir wurscht, wie ich ausschaue, ja, wo man nicht gesehen werden kann. Ja, vielleicht, weil du keine Pietät hast. Mir nicht. Ich weiß, was ich mir schuldig bin. Das ist doch nicht zu glauben, was sie einem alles wegnehmen wollen, die Kinder. Neidisch sind. Das Kleid ist meine schönste Erinnerung. Die darf niemand in die Finger kriegen, außer mir. Ja, das kannst du mir anziehen, wenn ich einmal nimmer bin, weil ich hinüber muss in das Reich der Schatten. Ach, wer weiß, was einen da erwartet. Und wie schnell kann es gehen? Sei nicht sentimental. Sentimental, wenn man vom Tod redet. Kindisch. Ja, frag ich dich dann, wenn es einmal so weit ist, ob du das kindisch findest, das Sterben. Wenn wir uns nachher begrüßen im Jenseits. Einmal zieht man es mir über den steifen Kopf. Das ist so sicher wie das Amen im Gebet. Ja. Ich sehe es vor mir. Wenn du weitermachst, stirbst du an der Einbildung. Wo ich so krank war. Die Hälfte Einbildung. Das wirst du wissen, wo ich 8 Wochen im Krankenhaus war. Aber Krebs war es keiner. Weil es im Herzen keinen Krebs gibt. Eben. Was verstehst denn du von der Gesundheit, wo dir nichts fehlt? Tod ist Tod, ob Herz, ob Krebs. Man denkt zu wenig an seinen Tod. Alles wird dunkel und die Lichter gehen aus. Wo hast du das gelesen? Du hast keinen Respekt vor dem Tod, geschweige vor mir. Ich sag mal, die Kinder sind einem mehr ein Trost, wenn es soweit ist. Wo es nichts im Leben gibt von mir, was der Reue würdig wäre. Wir sind katholisch und haben getan, was wir können. Was will man denn mehr? Mit dem bisschen, was dein Vater heimgebracht hat, da hat man ein Schuhgeschäft entwickelt. Obwohl wir eine 4-köpfige Familie sind und dein Bruder nichts taugt und alle immer satt sein wollen. Was will man denn mehr? Immer für die Armen ein offenes Herz gehabt. Erst gestern 5 Mark für die Kriegsgräberfürsorge, wo niemand gefallen ist von uns im Krieg. Das soll erst einmal jemand nachmachen und dann reden wir weiter. Caritas, Müttergenesungswerk, SOS Kinderdorf, Armeemuseum in München, Brot für die Welt und Tierschutzverein. Was du willst, wir haben das unsere beigetragen. Wenn alle so viel gegeben hätten wie wir, das, dann gäbe es gar kein Elend auf der Welt, da bin ich sicher. Eine Angst, die zuvorkommt, scheint unvermeidbar. Vor der letzten Stunde. Dann krümmt sich wie ein Wurm, ich weiß es. Alles nochmal anfangen wollen und die Augen tief hinunterschlagen vor dem lieben Gott. Ich habe eine solche Angst vor dem Sterben, dass ich es niemandem sagen kann. Reg dich nicht auf und denk an dein Herz. Ich sitze wieder fest im Sattel. Ein paar Gedanken müssen schon erlaubt sein. Ich war krank und man lernt sich selber kennen. Vielleicht hätte ich auch schon tot da liegen, wenn der liebe Gott sich nicht gedacht hätte, wir wollen ihr noch mal eine Chance geben, sie soll umkehren und in sich gehen. Ja, glaubst du, der liebe Gott hat nichts anderes zu tun? Er soll sich lieber um die Kinder in Indien kümmern. Das kann er ja trotzdem tun. Zuerst muss er sich um die Katholischen kümmern. Das wird wohl unser gutes Recht sein, wo wir so viel für ihn getan haben. Ha, ha, ha. Also für die Gedanken deiner Mutter, da hast du kein Herz. Sei froh, dass man was denkt. Andere Kinder haben ganz andere Eltern. Ich werde noch einen Sprung in die Kirche tun. Das habe ich gelernt, seit ich krank war. Am Scheideweg. Ich glaube nicht an Gott. Du bist jung, das ist es. Grüß Gott, die beiden Hübschen. Verlorener Sohn. Hätte ich einen Stich bei meiner Schwester, wenn ich nicht der Bruder sein hätte? Du Sau. Wenn ich sowas von meiner Mutter gesagt hätte. Meine Mama ist meine Mama und deine Mama ist deine Mama. Ein goldenes Armbandl hat der Mensch. Wo hast denn das her? Hast du keins? Ich bin eine Frau. Eben. Schönheit ist grenzenlos. Und wo hast das her? Wo hast es her? Gestohlen, was sonst? Ach, sowas malt man nicht an die Wand. Wer Überstunden macht wie ich im Leben, der kann sich auch was leisten. Ja, dann zahl die Schulden, die du überall hast. Nur wer kein Geld hat, hat auch keine Schulden. Kann sein. Bis übermorgen. Hallo, sind zum Herzen jetzt auch die Ohren gekommen? Nix, keinen Pfennig leicht. Das habe ich mir schon gedacht, wenn der Herr Sohn seine Aufwartung macht, dann will er was. Ich hab nix. Kein Haushaltsgeld mehr für den ganzen Monat? Und was wird dann gegessen? Haushaltsgeld, das hab ich immer. Nein. Esst einmal eine Woche Kartoffeln und Milch.
Das gibt rote Wangen und einen runden Hintern. Und 50 Mark sind locker für mich. Na, keinen Pfennig. Dann muss eben ein Bruch sein. Und wer ist schuld, wenn der eigene Sohn im Zuchthaus landet? Du, leist mir einen 50er oder nicht? Nein. Warum bin ich dann noch da, wo ich eh keine Zeit habe? Erzähl mir was Schönes. Es geht mir gut. Mir nicht, ich hab Sorgen. Weil du unbefriedigt bist. Lass dir das von einem erfahrenen Frauenkenner sagen. Gib mir 50 Mark und du fühlst dich wohl. Kein ernstes Wort kann man reden mit dir. Komm, strick deinen auf und bist wieder weg. Da soll man dich noch gerne haben. Ich hab den Firmenwagen unten. Bin noch im Dienst. Heute Abend ist ein kleines Fest und die Bank hat zu. Was für ein Fest? Vergessen. Einer hat ein Haus mitten im Wald. Ein sogenanntes Jagdhaus von seinem Vater. Da wird ein Fest gefeiert mit Freunden. Ich bin einer davon. Ein Waldfest? Genau. Klein, aber fein. Und mit wem gehst du hin? Allein. Selbst ist der Mann. Du bist ein Schlingel. Man muss auf alles vorbereitet sein. Ja, das ist mein Sohn. Leist sie mir die 50 Mark. Ach, jetzt fange ich schon wieder an. Der Vater schimpft mich, wenn ich es dir leihe. Und am Monatsende habe ich nichts, weil du es nicht zurückgibst. 20. 20 ist wie in die Hand geschissen. 50. Bis übermorgen, sagst? Und wie? Ich muss nur auf die Bank. Ach, das sagst du immer. Wenn er eingeladen ist, auf ein Waldfest, da kann er doch nicht mit leeren Händen kommen. Da. Ohne dich, Mama. Als Dank bleibst du jetzt zum Essen. Der Vater freut sich. Zeit ist Geld. Ich schau morgen vorbei, wenn's geht. Also komm morgen und erzähl, wie es war. Das hat man schon verdient. Die Firma dankt. Wiedersehen. Pass auf dich auf und stell nichts an. Nein, wo ich eh jetzt das Geld hab, sonst hätte ich den Opferstock ausgeraubt. Verzweiflung. Von mir müsste eine Mark drin sein. Von gestern. Na also, arrivederci. Hau ab. Wiedersehen. Bis morgen. Ist das ein Anstand? Herumrennen, zufällig reinschauen, Geld ausleihen. Wieder verschwinden. Das hätte ich einmal bei meinen Eltern machen sollen. Der ist selbstständig. Ich gehe auch bald. Nix wie Sorgen haben mit euch. Weil man sich hätte Kinder anschaffen müssen. Den Karl haben wir viel zu gern gehabt mit seinen Locken. Er war ein anerkannt schönes Kind. Genau. Bei seinem Kinderwagen sind die Leute stehen geblieben, haben ihn eingeschaut und gesagt, das ist so ein schönes Mädel. Und bei dir, wo du eh ein Mädel warst, da ist es selbstverständlich. Der Karl ist verwöhnt worden, ich weiß es eh, ich nicht. Das ist so ein Schmarrn. So gut war man zu euch beiden, das ist es. Der Karl war ein richtiger Guttifresser. So ein Guttifresser. Ich hab lieber Marzipan. Genau, und wir haben es euch gegeben. Das war der Fehler. Man war zu gut. Das macht mir Sorgen. Der Karl hat nicht das richtige Verhältnis zu mir als seiner Mutter. Wo ich todkrank war, wohlgemerkt, im Krankenhaus auf Einzelzimmer. Todeskammerl, haben sie gesagt. Da hat er nie geweint beim Besuch. Ich hab aufgepasst. Todeskammerl, so ein Schmarrn. Erst die Glas und sonst nix. Doch, das lasse ich mir von niemandem nehmen. Alles wird einem missgönnt in diesem Haus. Der hat die Tränen eben unterdrückt. Noch Ausreden. Mir hat es eine Freude gemacht, die Tränen. Mein Vater hat auch geweint und dein Leo hat mir Blumen gebracht und mein Karl nicht. Wo ist denn der Leo? Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, seit Wochen. Weg! Eine Kleinstadt ist eine Kleinstadt und keine Großstadt. Da muss man aufpassen, dass man nicht ins Fettnäpfchen tritt. Habt ihr gestritten? Nein. Der Leo wäre schon recht. Muss sein, Mr. Was, das ist es. Früher war ein Bankangestellter ein angesehener Mensch. Heute muss er mindestens Inspektor sein. Wo er die Inspektorenanwärterprüfung macht? Ja, wenn sie bestanden ist, gut. Wo du die Tochter von einem Schuhgeschäft bist. Schusterei. Ach, du lass dir eben nichts sagen. Das ist, die Frage ist, ob der Leo das Zeug dazu hat, dass er eine Karriere macht. Technischer Fortschritt ist heute die Zukunft. Ingenieur. Oder Atomphysiker. Da muss man studieren. Das studiert man eben. Jetzt gehe ich in die Kirche. Fast dunkel ist und Nachtmahlzeit. Soll ich für dich beten? Danke, gleichfalls. Das ist ein freches Luther. Also der Leo, der geht mir nicht aus dem Kopf. Dann bete ich dafür, dass er Inspektor wird. Die Schuster gehen auch ein. Nicht, wenn man den Sprung ins Schuhgeschäft geschafft hat. Und du musst noch weiterkommen. Ein kleiner Bankangestellter ist auf die Dauer sehr wenig. Auch ein Inspektor ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass es Direktoren gibt. Mehr noch. Alles kann der Mensch nicht erreichen.
Oberinspektor ist schon hoffnungsvoll. Das war gestern, heute Morgen. Erst die Versorgung, dann das Vergnügen. Also der Anstand. Wiedersehen. Wiedersehen. Und schöne Grüße an den Heiligen Geist. Da rennt sie hin. Dreimal habe ich es schon geträumt, dass sie tot ist. Die Mama. Komisch. Wo man nichts gegen sie hat, sondern liebt. Das tät mir wirklich passen. Weg mit dem blöden Schleier. Ein tolles Kleid. Lieber Gott, mach, dass meine Schwangerschaft ein Abgang wird. Sei vernünftig, lieber Gott, bitte. Wenn du eine Macht hast, dann mach, dass es weggeht, bevor man es merkt. Das ist eine Kleinigkeit, wenn man was davon versteht. Wir leben ja nicht in München, wo es selbstverständlich ist, dass man ein lediges Kind hat. Hier in Augsburg herrschen andere Gesetze. Mach, dass es ein Abgang ist. Lieber Gott, dann glaube ich wieder an dich, das schwöre ich dir. Aber zuerst musst du zeigen, was du kannst. Ach, mit dem blöden Gerät von der Mama wird man selber ganz dumm. Scheiß, lieber Gott. Einen Doktor brauche ich. Prinz Leo. Darf man eintreten? Warum denn nicht? Servus. Servus. Na, ist das ein Kleid für mich oder nicht? Ein Hochzeitskleid. Von der Mama. Schön. Eine Begrüßung ist das, wo man suchen muss. Wenn du das willst, dann geht man wieder. Wünsche nicht gestört zu haben. Wie du willst. Die schaut. Bitte schaut. Wenn du immer so ausgeschaut hättest wie jetzt, hätte ich dich überhaupt nie bemerkt. Wen interessiert das? Wo man dir einen Antrag gemacht hat. Das ist der Dank für die Liebe. Du machst alles falsch, das ist es. Weil du kein Gefühl hast. Aber eine Liebe, das muss langen. Wenn man nicht anspruchsvoll ist. Ich bin anspruchsvoll, das muss man der Feind lassen. Pff, meinst? Ja. Und wenn man nicht gleich mit fliegenden Fahnen Ja schreit, bist beleidigt. Nicht wahr ist. Freilich, ich bin da nicht dumm. Man hat seine Verpflichtungen. Außerdem war es ein Antrag wie jeder andere, kein Grund zur Aufregung. Es ist eine Frage der Zeit, das Leben. Das ist wissenschaftlich und das verlange ich. Auf einmal, weil etwas war zwischen meinem Freund und dir. Dazu war das Konzert des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks unter Raphael Kubelik und der anschließende Barbesuch, der nicht billig war, nicht da. Münchenbesuche sind ein Vergnügen. Fantasie. Da muss man schon etwas klarstellen, wenn es total die Aussicht verstellt. Ich bin ein Mensch wie jeder andere, nichts weiter. Das muss man bedenken und sich entscheiden. Die Freiheit liegt mir nicht auf die Dauer. Bürgerlich bist. Das ist keine Schande. Wenn meine Eltern es noch erlebt hätten, dass es jetzt passieren wird, dass ich mit der Inspektorenanwärterprüfung in den höheren Dienst übernommen werde, sie würden sich zunicken und sagen, das ist unser Sohn. Ich habe viel Elend gesehen in meiner Jugend, wie man so sagt. Dir war mehr vergönnt. Ich schätze meine Entwicklung sehr hoch ein, das kann ich jederzeit gestehen. Und meine sogenannte Verlobte schaut mich an und niemand anderen. Ich will auch mein kleines Glück neben meiner Karriere in die Zukunft. Ich kann anschauen, wen ich mag. Und dann ist es nicht bloß dein Freund, der Peter Hut, sondern auch ein früherer Bekannter von mir. Mein Freund ist es überhaupt nicht. Ja, eben. Er ist mir unsympathisch, weil ich ihn nicht mag. Ich gebe es zu und ziehe den Freund zurück. Es war nur Tarnung. Was ein blinder Merk. Es war etwas Unsauberes zwischen euch, das hat man genau erkennen können. Schmarrn. Hat so seine Gedanken und immer schaut, fällt einem alles zusammen, was man aufbaut. Ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Eifersucht ist auch eine Sucht. Ausreden, sonst nix. Der Mensch ist nicht frei, obwohl es vorkommt. Ich tue nichts dazu, dass ich nicht weiß, wie ich mich richtig darstellen soll. Sogar mir selbst gegenüber kann es sein, dass ich nicht weiß, wie ich mir entgegentreten soll. Wenn ich keinen Fleiß um jeden Preis entwickle, ist die Hypobank keine Zukunft. Man muss nachgeben und sich zurückstellen. Aber ich bin eine Frau. Was hab ich denn sonst? Mich? Für? Mir geht es auch nicht anders. Kaum macht man ein Fenster auf, weil man glaubt, man sitzt fest im Sattel, kommt Unerwünschtes. Ganz rot bist worden, wie ich dir den Peter pro forma vorgestellt hab. Und verändert, das ist doch erstaunlich. Weil er gleich auf meinen Wimmerl geschaut hat. Eine Warze ist es. Und ich habe auch darauf geschaut, wie wir uns kennengelernt haben. Aber du bist nicht rot geworden. Dann habe ich zufällig in dem Augenblick, wo du auf mein Wimmerl geschaut hast, woanders hingeschaut. Schicksal. Die Warze, auch wenn sie sehr klein ist, ist vollkommen unübersehbar. Danke. So war es nicht gemeint. Was gehen andere Leute meine Wimmerl an? Aber wenn jemand hinschaut, meine ich, jetzt wächst sie. Das ist Unsinn. Einbildung. Sonst nix. Ja. Und in diese totale Verwirrung hinein macht man einen Antrag. Das ist doch vernünftig. Und man denkt nach, wie ich zum Beispiel. Warum die Umstände?
Du kommst mir nicht aus, das ist doch auf der Hand. Ist doch anständig, wie ich vorgehe. Ich habe mir alles eben immer anders vorgestellt, das ist es. Lange Worte sind doch bei uns geschmacklos. Ich meine die Gesamtsituation. Wenn es jetzt auseinandergeht, ist doch der Verlust nur auf deiner Seite. Ich habe alles gehabt, was ich an einen Mann denken kann. Dass du immer alles in den Dreck ziehen musst. Wenn es so ist, dann versehentlich. Eben. In Wirklichkeit bist du ganz anders. Aber ein Schutz muss sein vor den Gefühlen, sonst ist man menschlich. Und das ist schlecht, wenn man noch nicht in sicherer Entfernung ist. Wir verstehen uns doch eh ganz gut. Schau, plötzlich geht man zum Wesentlichen über und es ist alles eins. Na, die Sexualität muss herhalten, wenn dir nichts mehr einfällt und sich andere Leute die wahren Genüsse hingeben. Welche? Ach, glaubst du, dass dem Richard Burton nichts anderes eingefallen ist, wie er um die Liz Taylor angehalten hat? Schauspieler. Aber einen Stil haben sie, der über das Gewöhnliche hinausführt. Das ist das Tolle dran. Glaubst, wenn du von der Bank kommst, mit den Fingern Geld schwarz und langst mir unter den Rock, dass das eine Frau überzeugen kann? Ich wasche mir die Hände noch vor dem Verlassen der Bank. Und an der Kasse bin ich überhaupt nicht, wie du weißt. Bildlich gesprochen. Bildlich macht mir immer alles falsch. Weil du keine Fantasie hast. Hat nie was Vernünftiges im Sinn, dieser Mensch, bloß die Liebe. Wenn meine Worte nicht mehr überzeugen, greife ich zu den Waffen. Die Liebe macht vergesslich, das ist der Vorteil. Man ist ein Arsch, wenn man noch nicht Inspektor ist. Amtmann ist noch besser. Bei dir finde ich meine Selbstachtung wieder. Ich sehe meine Gedanken durch deinen Kopf wandern. Das beruhigt. Heute mache ich den Antrag bei deinem Papa fix. Meine Chancen sind noch ganz ungenutzt. Du hast mich. Bist in meiner Hand fertig. Ohne meine Liebe stehst du doch sehr einsam in der Welt. Objektiv. Wo du hinten und vorne nichts bist, wie die Mama sagt. Man kann bloß einen Fuß vor den anderen tun, wenn man nichts Außergewöhnliches vollbringen will. Ich bin mit mir zufrieden. Das muss auch für dich genügen. Im Herbst die Inspektorenanwärterprüfung. Und dann geht alles automatisch. Ich ende als Filialstellendirektor. Ja, das ist es ja. Prüfung. Der Herr Leo gibt uns die Ehre. Grüß Gott. Grüß Gott. Das nennt man eine Freude. Ich rede hier mit Ihrer Tochter. Ja, ja, die Marie. Das ist ein Sorgenkind. Magst deinem Vater und dem Herrn Leo einen Kaffee? Genau. Und, wie geht es sonst? Die Nachfrage dankt. Im Herbst mache ich die Inspektorenanwärterprüfung. Respekt dem Herrn Inspektor. Anwärter vor der Hand. Man muss klein anfangen können. Eben. Ihr Schuhgeschäft hat auch seine Entwicklung hinter sich. Schuster bin ich nicht mehr. Aber das meiste ist die Fantasie von meiner Frau. Wie Frauen sind. Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Sonst nix. Ich denk nicht noch. Da falle ich nicht herein auf den Trick. Handwerk hat goldenen Boden, sonst nix. In der Schuhfabrik kann ich jederzeit im Akkord anfangen. Salamander nimmt auch Ältere. Ist die Lage so bedrohlich? Zu klein, das Geschäft. Der Kunde übersieht es. Kunststück. Wir kaufen auch beim Hertie ein. Alle haben die gleichen Sorgen. Der Einzelhandel. Ich weiß es von der Bank. Sie haben den Überblick. Ich aber sehe im Frühjahr bloß wie Äste grün werden. Da denke ich, es wird bald blühen wollen. Und wenn es blüht, dann kann es später Früchte tragen. Das ist die Reihenfolge. Einfach ist die Natur. Die Wirtschaft nicht. Ich sehe ein, dass man nichts ändern kann und füge mich. Techniker müsste man sein. Das hat Anziehungskraft. Nicht die Banken vergessen. Ja. Man rät seinen Kunden, sich frühzeitig zu verändern. Was Kleines stirbt, was Großes wächst, heißt das Gesetz der Stunde. Stunde? Die Zeit hat andere Längen heute. Denken Sie an die Zinsgeschäfte. Ja, ja. Sie sind nicht mit der Zeit gegangen, das rächt sich jetzt. Die Automatik. Nachher kann jeder gescheite herin. Da kann man sich nichts kaufen dafür. Diese Jugend mit ihrer Intelligenz gegen das Alter. Ich wollte Ihnen nicht nahe treten, der Rat war sozusagen geschäftlich. Was wissen denn Sie von meinem Geschäft? Gar nichts. Wie bei meinem Herrn, die Eier gescheiter sind wie die hin. Lächerlich. Entschuldigen Sie. Warum? Ich rede von meinem Herrn Sohn. Sie kennen? Vom Weißen Ross beim Skat. Ja, Skat spielen, das kann er. Das muss ihm der Neid lassen. Aber sonst, was kann ich lernen von ihm? Dass er Schulden macht und hurt und sauft und Vertreter ist. Danke. Er ist weiter wie sein Vater. Aber er hat es nicht weitergebracht. Nehmen Sie unser Geschäft. Wie könnten wir dastehen, gemeinsam, ganz anders, das ist sicher. Aber nein, Vertreter ist der Herr und faul. Das ist die Wirklichkeit, Herr Inspektorenanwärter. Sehen Sie sich um. Man muss die Augen offen halten, genau. Die Gartenbaufirma Söhnlein und Co. macht Konkurs.
Das ist ein Bankgeheimnis und bloß für Sie bestimmt. Und? Es wird ein Dutzend Gläubiger geben. Ihr Vertrauen ehrt mich, aber von mir aus 100. Hat Söhnlein und Co. ein Darlehen von Ihnen oder nicht? Das Bankgeheimnis ist sehr offen, scheint es. Nur hier. Die Marie und ich heiraten. So. Ich bitte Sie um die Hand Ihrer Tochter Marie. Ich hab bloß eine. Es ist alles im Sinn der zukünftigen Familie. Konkurs der Gartenbaufirma Söhnlein und Co., Sie verstehen. Es wäre denkbar, denke ich mir, dass das Geld, das Sie vor Jahren über unsere Bank abgewickelt der Firma Söhnlein und Co. geliehen haben, 8% verzinslich, das Geld ist, das die Marie als Mitgift erwarten kann, unter anderem. Wenn man mit ihr spricht, ist man unsicher und ihr Geschäft ist von Nöten geplagt. Ich finde, man sollte keine Zeit verlieren. Die Konkursmasse ist nicht unerfreulich, aber schnell muss man sein. So läuft der Hass. Wir werden schon noch was anderes finden für Sie. Schauen Sie mich denn so an? Ich schau gar nicht. Aber ich frage, ob es erlaubt ist, dem Herrn Schwiegervater einen Wink zu geben, für den anderen sich alle 10 Finger ablecken täten. Oder haben Sie keinen Familiensinn? Noch gibt es nicht einmal eine offizielle Verlobung. Ja, lassen Sie das mal meine Sorge sein. So viel wie. Kümmern Sie sich lieber um das Geld. Noch sind die Zahlungen nicht eingestellt. Ich lasse meine Tochter schon nicht mit einem einzigen Hemd auf dem Arsch aus dem Haus gehen. Allerdings, das Geld, das Sie meinen, wird man ihr nicht mitgeben können. Es ist verloren. Leider. Wie bitte? Es ist schwer zu erklären. Eigentlich bin ich das Kind armer Eltern. Mein Vater ist gestorben, da war er nur ein kleiner Bub. Und meine Mutter hat uns mit Heimarbeit durchgebracht. Eine Schwester von mir ist auch früh gestorben. Schon in den Windeln, verstehen Sie das? Eben, da bin ich in die Lehre gekommen. Und der Lehrherr in der Lehre. Das war ein guter Mensch. Ohne den hätte ich nie und nimmer eine abgeschlossene Berufsausbildung und damit auch kein Schuhgeschäft. Und vor ein paar Jahren habe ich ihn besucht. Was soll ich viel sagen? Der alte Mann erzählt mir, dass er Selbstmord begehen muss, weil er pleite ist. Da habe ich das Darlehen bei Söhnlein und Co. zurückverlangt und bekommen. Dass ich das nicht weiß? Das wird Ihr Bankgeheimnis bleiben. Söhnlein, wie Sie vielleicht wissen, das ist ein Kriegskamerad der ersten Stunde. Ein Kamerad ist der anderen wert. Nationalsozialismus und so weiter. Es war eine schwere Zeit nach dem Krieg für ihn, für mich zufällig nicht. Man hilft sich, wo man kann. Ich konnte. Als mein alter Lehrherr vor dem Selbstmord stand, hatte er Verständnis, das Darlehen kam zurück. 10.000 halfen meinen Lehrherrn weiter, das andere ging ins Geschäft. Das ist 7 Jahre her. Was ins Geschäft kam, ist demnach heute futsch. Und die anderen 10.000? Hätten Sie es ihm vielleicht nicht geliehen, wenn er doch sagt, dass er so einen Selbstmord begehen muss. Ohne Familie vielleicht. Und mit 10 Kindern auch. Der war wie ein zweiter Vater von mir. Und weil er wie ein zweiter Vater war, habe ich auch keinen Schuldschein verlangen können. Vor 2 Jahren ist er gestorben. Und mit ihm mein Geld. Der arme Mann. Und? Der Mensch macht mich verrückt mit seinem Und. Der hat eh fast nichts mehr gehabt. Aber immerhin, ohne Schuldschein kann man nichts beweisen. Die Erben haben geerbt, ich nicht. Das Geld. Ich weg! Mein Geld. Was? Was geben Sie der Marie denn als Mitgift? Aber ich bin doch nur ein Schuster. Mit einem Schuhgeschäft. Ein kleines, ein unnormal kleines. Aber über 20.000 deutsche Mark haben Sie gehabt. Erbschaft von meiner Frau. Ja, das ist mir doch wurscht. Und davon haben Sie ein ruiniertes Schuhgeschäft am Leben erhalten und den Rest, ich glaube Ihnen doch kein Wort. Schicksal. Sie können es ruhig glauben. Weg ist weg. Warum legt man sich auf? Genau, weg, basta. Da ist aber ein Unterschied, ob man eine Marie mit 20.000 oder ohne 20.000 heiratet. Das muss der Mensch wissen, bevor er sich zur Liebe entschließt. Das werden Sie bereuen, Herr Schwiegerpapa. Ich bin nämlich auch nicht nichts. Ich werde Inspektor und habe ein Recht auf eine gewisse Mitgift. Mitgift? Das ist doch vorbei. Vergangenheit. Heute heiratet man der Liebe wegen. Ich nicht. Ich bin ein normaler Mensch. Sie haben kein Herz. Das ist es. Und wollen meine Tochter heiraten. Wie kann man das zulassen? Keine Sentimentalitäten, bitte. Luftballon. Gefall ich dir? Ah, grüß Gott, Herr Leo. Gefall ich Ihnen? Guten Tag. Das Kleid hat sich gehalten. Das ist mein Hochzeitskleid. Ich weiß, die gute alte Zeit. Ein Traum aus Weiß. Nicht wahr? Wasch lieber nicht in den Wäsch. Und lass die alten Fetzen stehen. Kein frisches Hemd habe ich mehr. Ich bin nicht mehr die Jüngste. Sei lieber nett zu mir. Das ist mein Todeskleid, du wirst es sehen. Passen's bloß auf, dass die Marie nicht auch einmal so wird. In die alten Fetzen, die gestrigen Decksucher, dem Herrgott in der Kirche die Zeit wegstellen und saut um der Herrin. Bloß nichts arbeiten.
Und wenn sie einen aus alle Kästen und Schränk anspringt, schaut, dass in die Kugel kimmst. Die Marie macht uns einen Kaffee. Ach, dann helfe ich ihr. Wenn es manchmal da drinsteht in der Zeitung, dass ein Ehemann hergeht und seine Frau da schluckt, so grausam es ist, ich versteh's. Alles fällt einem über den Kopf zusammen und ich kann's nicht aufhalten. Bei uns ist ein Einbruch passiert. Wissen Sie das schon? Wo? Beim Juwelier war ein Einbruch. Da steht's in der Zeitung. In seinem Geschäft. Der unbekannte Täter konnte ungestört arbeiten und beträchtliche Beute mitgehen lassen. Bisher fehlt jegliche Spur von ihm. Wir sind mit allen Wassern gewaschen. In der Bank hätte er keine Chancen. Das Sicherungssystem ist 1A. Gestern Abend in den Abendstunden. Schäferstündchen. Es klingelt! Sitzt sie auf die Ohren! Herr Oberinspektor Hufnagel, was verschafft mir? Ich bin der Schulgeschäftsinhaber Anton. Man kennt sich. Da lesen Sie das durch und machen Sie keine Umstände. Das ist ein Hausdurchsuchungsbefehl. Wer? Mir. Da liegt's ja eh aufgeschlagen. Also ist nichts mit der Überraschung. Er ist schon verhaftet, wie es ist gehört. Fangen wir mit der Untersuchung an. Rücksicht ist nicht vorteilhaft. Wo der Herr Sohn von Ihnen die Beute nicht in seinem Untermietszimmer hat, ist die elterliche Wohnung ein gern benutzter Versteckplatz. Wenn Sie wissen, wo die Beute ist, dann kann sie auch freiwillig herausgegeben werden. Herr Oberinspektor! Herr Himmel, was ist denn los? Ruhig verhalten, nicht aufregen, nichts verrücken, nichts verstellen, bitte alles an seinen Platz lassen. Stellen Sie sich am besten alle in die Mitte des Zimmers, dann können Sie nichts berühren und sich einem falschen Verdacht aussetzen. Ich will wissen, was passiert ist! Das ist man mir in meiner Stellung als Mutter des Hauses schuldig. Der Karl hat beim Juwelier eingebrochen. Da ließ... Wissen Sie es genau, dass es mein Karl war, Herr Oberinspektor? Es ist so viel wie sicher. Er ist schon verhaftet. Das Geständnis ist nur eine Frage der Intelligenz. Hast du das gehört, Papa? Unser Kind? Unser Puffi? Karli! Mein Puff hat einen Einbruch verbrochen und ist im Gefängnis verfangen. Lebt der Juwelier noch? Ja. Wenigstens einer. Wo ist der Karli? Im Gefängnis, wie es sich gehört. Im Gefängnis? Die Schande kann man nicht überleben. Ausgeschlossen. Mein Sohn! Mein Bubi! Die Karli! Halt's Maul! Mama, was ist denn? Suppenkasper. Die Mama ist tot. Weißt du das? Ist. Oder willst du mich vergiften? Nein. Ich habe einen Traum gehabt. Wenn du willst, erzähle ich ihn dir. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe geträumt, dass meine Tochter mich vergiften will mit E605. Es war gut leserlich auf der Dosen. Gedanken und Träume sind zollfrei. Ja. Schau weg von meiner, mit deinem heiligen Maria Mutter Gottes Gefries. Womit habe ich das verdient? Herr im Himmel, schau hinauf auf mich. Habe ich dir je ein Leides getan? Wo ist meine Frau? Herr Jesus Christ? Fort. Da oben ist die Mama und schaut uns zu. Ich komme mir beobachtet vor. Schau weg, Mama. Wir denken an dich und tun dabei nichts Unrechtes. Schau ins Gefängnis zu deinem Sohn, wo er sitzt. Der Muttermörder seiner Mutter. Geschorene Haare hat er. Im Gefängnis darf man keine langen Haare haben. Wie sie schaut. Dein Leben geht erst los. Du bist jung und ich. Ein Witwer mit einem Muttermörder im Gefängnis. Wenn er wieder in die Freiheit darf, dann geht er heim und bringt seine Papa um. Ich darf traurig sein. Ich bin ein Mensch und will als Mensch behandelt sein und nicht als Phänomen. Wer hat denn den Sargdeckel zugenagelt von der Mama? Das Bestattungsinstitut? Du. Genau. Das sind wir uns schuldig beim letzten Scheiden. Deckel drauf, aus. Traurig bin ich und häng mich auf. Was meinst du, Herr? Gib mir ein Zeichen, dass ich dich besser sehen kann. X. Es bleibt mir nichts erspart. Da sitz ich und glaub, ich bin in einem trauten Heim, aber es ist eine Räuberhöhle, in dem Patsch eine Todeshöhle mit den Kindern von Leichen. Lauter Leichen, wohin das Auge reicht und solche, die es werden müssen. Schrecklich. Für dich heißt es noch,
Heile, heile Segen, morgen gibt es Regen, übermorgen Schnee und dann tut's nicht mehr weh. Aber was soll ich sagen? Es fällt mir gar nichts ein. Ja. Ich bin zu lange Vater. Das nützt ab. Gewöhnung, sonst nichts. Und der Erfolg? Mein Sohn, der mir einmal die Rente aufbessern soll, ein Ruhekissen im Alter oder wie das heißt, der sitzt im Knast und wartet auf meine Pfefferbackeln. Und du hast keine Arbeit. Das muss jetzt anders werden, weil es abwärts geht mit uns. Dass ausgerechnet wir solche Kinder haben. Andere haben ganz andere Kinder. Spiel mir was auf dem Klavier vor. Für was habe ich es gekauft und dich lernen lassen? Spiel dir selber was vor. Glaubst du, ich bin die Mama? Kein Trost gegen die Gedanken. Was tue ich, wenn der Herr Sohn wiederkommt? In 10 Jahren sehe ich es vor mir. Vater, da bin ich, sagt er. Yes. Herr, hilf mir, das will ich noch erleben. Lass dir das gesagt sein. Da sitze ich und warte, bis mein Sohn kommt. Und dann bin ich Richter. Und wenn das erledigt ist, kannst du kommen. Geh schlafen. Dass ich träume. Im Traum bin ich mitgegangen mit einer Fronleichnamsprozession. Ich war die Masse. Alle haben's aus die Fenster geschaut. Keiner hat auf mich geachtet, aber ich hab gewusst, wenn sie es erfahren, dass ich es bin, dann lassen sie die Prozession Prozession sein und nur noch ich werd angeschaut, verstehst? Die Schande war es. Vielleicht schreibe ich die Geschichte unserer Familie für eine Zeitung. Wer ist denn schuld, dass der Karl geworden ist, wie er ist? Nach mir ist er nicht und nach der Mama auch nicht. Und du bist auch anständig. Da können die Leute sagen, was wollen. An uns kann es nicht liegen, der Erbmasse. Die Leute schauen einem nach und wenn sie einem anderen, dann bedauern sie mich. Ich möchte ihnen mit der Faust ins Gesicht hauen. Ich brauche kein Mitleid. Es bleibt in der Familie. Im Geschäft kann man nichts sagen. Das geht besser. Sogar der Pfarrer war da. Er sagt, jeder Mensch ist bloß für sich selber verantwortlich. Ich soll an den Adam denken. Der hat auch sein Kind gehabt und kann nichts dafür. Was ist der Adam gegen mich? Nix. Der hat keine Nachbarn gehabt. Das ist's. Was habe ich erlebt? Hunger, Krieg und Elend. Alles war zum Ertragen, sogar der Hitler. Aber die Schand, die bricht einem ehrlichen Mann den Hals. Nix gibt es, was noch ist wie früher. Die Leute drehen mich an und sagen, ihr Herr Sohn hat Schulden bei mir. Angst haben sie um ihr Geld. Das verstehe ich. Mir ist übel und ich zahle. Ein Verbrecher, wie er im Buche steht. Nichts ist bewiesen. Red mir nicht hinein in die Gefühle. Weil du immer nur das Schlimmste annimmst vom Karl. Ich bin gerecht. Das ist offensichtlich. Und muss nicht erst bewiesen werden. Nicht jeder kann das Herzipoppe vom Papa sein. Der verdient im Monat das Doppelte von mir, wo ich mich ablag in diesem Scheißgeschäft. Ist das richtig? Nein. Aber das hat ihm nicht genügt. Einbrechen hat er müssen. Da habe ich noch keine Beweise gehabt. Da war mir mein Herr Sohn verdächtig. Und was ist jetzt? Recht habe ich gehabt. Und wenn er freigesprochen wird, weil er unschuldig ist? Das können Sie mir nicht antun. Dann nehmen wir einen Rechtsanwalt, den besten, wo es gibt, und Rehabilitierung. In jeder Zeitung muss dann stehen. Ein Buch und im Stern. Red doch nicht. Du wünschst es ihm. Ich ihm wünschen? Bläder Trampe. Vergönne tue ich es ihm, weil ich es immer schon gesagt habe. Aber wünsch nicht. Ich bin sein Vater. Das kann ich ihm nie vergessen. Jetzt geh ins Wirtshaus. In eines, wo wir unbekannt sind. Wo schaust du denn so? Ich warte bloß, bis du draußen bist. Genau. Kinder. Für was braucht der Mensch Kinder? Mon chéri. Das versoffene Schwein versauft alles. Wo eh nichts da ist. Bring dich um, alter Depp. Lieber heute wie morgen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Genau. Wenn sich kein Doktor finden lässt, dann muss man in den sauren Apfel beißen mit dem Kind. Bring dich um. Ist das Beste, was du tun kannst. Wo es in der Eigentumswohnung ist und der Karl nicht erbt, weil er sitzt. 2 Zimmer vermieten und das Geschäft verpachten. Und wer ist im Schneider, das Kind und ich?
als leicht Mutter sein wollen, wenn die Aussichten rosig sind. Wenn er sich wirklich umbringen tät. Ah, aber das sind ja bloß leere Versprechungen, sonst nix. Der Kuh. Hallo, ich wünsche nicht gestört zu haben. Der Herr Juwelier Huber, grüß Gott. Ist der Herr Vater nicht da? Ich hätte eine Wichtigkeit für ihn. Der ist gerade weg. Ihr Bruder ist unschuldig. Mein Sohn war es. Was? Habe ich auch gesagt. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ganz einfach, wenn man aufpasst. Bei mir wird eingebrochen, wie man weiß. Ich gehe zur Polizei und die Polizei sagt, werden wir schon machen. Und man verhaftet ihren Herrn Bruder. Na ja, ich war nicht dabei bei dem Einbruch, gell? Ihre arme Frau Mutter. Ich sage nur, wenn Sie glauben, dass dieser Mann es war. Ja. Der Einbruch war am Samstag, wie man weiß. Am Sonntagabend ist mein Sohn zurück nach München. Dort studiert er. Jura. 14 Tage später, an einem Dienstag, wird er verhaftet. Er hat bei einem Münchner Juwelier einen wertvollen Ring verkaufen wollen. Dem kam es verdächtig vor. Am Mittwoch war ich in München. Und was sage ich? Der Ring und anderes, was gefunden wurde, gehörte mir. Aus meinem Geschäft. Wenn ich gewusst hätte, dass mein Sohn mir die Sachen zurückgibt, die er sie gestohlen hat, ich hätte es wegen der Familie vertuscht, wenn es geht. Dann bin ich aber in seiner Hand. Und wenn ich von einem nicht abhängig sein will auf der Welt, dann von meinem Sohn. Verstehen Sie? Naja, Sie sind noch zu jung. Vollkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass man Ihren Sohn schon entlassen hat. Warum? Weil er schnell geht. Mein Bruder. Wen sonst? Gibt es noch jemanden aus Ihrer Familie, der sitzt? Nein, Sie haben gesagt, Ihren Sohn. Ach, ein Versprecher, unbedeutend. Er wird schon auf dem Weg nach Haus sein. Ob der so schnell heimkommt? Bitte, das ist meine Sache nicht. Mein Beileid noch für alles an den Herrn Vater. Ich wasche mich in Unschuld und hätte es Ihnen gern erspart. Jetzt, wo ich zurückdenke, ist es sonnenklar. Wenn mich einer beraubt, dass ich da nicht sofort an meinen Sohn denke, das ist direkt unnormal. Seit ich mich erinnere, streiten wir. Vor allem um die Gesellschaftsordnung und das Geld. Das Letztere zählt. Mir ist es zu viel, was ich ihm gebe, und ihm zu wenig. Außerdem verachtet er mich. Er sagt, ich sei ein Bourgeois. Wissen Sie, was das ist, ein Bourgeois? Ich habe im Lexikon nachgeschaut. Das sind die, die in der Französischen Revolution den französischen Königinnen die Köpfe abgeschlagen haben. War das schlecht? Und heute sind es die, die den Kommunismus bekämpfen. Ist das schlecht? Eben. Er ist ein Ultralinker, wie man sagt, mein Sohn. Links von Marx und Mao. Naja, ist ja wurscht, solange er studiert hat, er Narrenfreiheit. Bloß der Einbruch, das ist zu viel. Aber wissen Sie, was das Interessante an der ganzen Geschichte ist? Wenn ich auf dem Kegelabend der Einzelhändler davon erzähle, man versteht mich. Das beruhigt, es geht uns allen gleich. Ja, dann gehe ich wieder. Ich bin nicht schuldig und leid tut es mir auch. Die Polizei greift halt hinein ins volle Menschenleben, wie man so sagt. Heute da, morgen dort. Auf Wiedersehen, Fräulein Marie. Beste Empfehlungen an den Herrn Papa und gute Nacht. Gute Nacht. Jetzt haben wir wieder Oberwasser. Und zwar gewaltig. Schwanengesang. Jetzt geht es natürlich wie in einen Taubenschlag. Der Juwelier Huber ist mir begegnet. Guten Abend. Sie wissen es schon, Ihr Bruder ist unschuldig. Ja, guten Abend. Ich wollte eigentlich der Erste sein, der die frohe Botschaft bringt. Der Juwelier war der Erste, ich weiß es schon. Reden wir von was anderem? Wie wir uns das letzte Mal wiedergesehen haben. Genau, der Leo hat sich beschwert. Wir haben uns wieder begegnet und es hat nicht sollen sein. Ja. Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern? Ja. Hast mich gleich erkannt? Ja. Ich auch. Eine Begegnung, die ihresgleichen sucht. Ja. Instinktiv, ich sage es auch, das war kein erotisches Wiederkennen allein. Das war instinktiv, wie man die Arme um sich gelegt hat. Der Leo hat es gesehen. Aber nicht gesagt, das könnte mir nicht passieren. Der Leo ist ein anderer Mensch wie du. Friedlich. Meine Liebe kehrt allmählich zu dir zurück. Merkst du das? Ja. Ich liebe dich wieder. Der Leo steht im Weg. Ich bin wieder da, das muss Schatten werfen. Da sieht man nichts mehr vom Leo. Doch, weil ich schwanger bin von ihm. So ein Schwein. Ein Kind. Das ist hart. Diesen Brief hat er mir geschrieben. Das ist nämlich die größte Sauerei. Als Inspektorenanwärter bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank kann ich in keine Familie ehelich hineintreten, wo einer der Angehörigen seinerseits ein Verbrecher ist. Verlobung als beendet zu erachten, das ist eine Sau. Ein paar Tage, nachdem die Mama tot war, das muss man sich vorstellen. Darum war er auch nicht bei der Leichenfeier. Genau.
Lass abtreiben, was sonst? Wenn ich keinen Doktor weiß. Ehrensache, und der Lier zahlt. Erste Klasse, du fährst nach England, fliegen nach London, in eine Klinik, phänomenal. Ein unvergessliches Erlebnis. Und der Herr Leo zahlt. Ich gehe hin zu ihm, das ist er dir schuldig. Eine Abtreibung mit allen Schikanen und der Erfinder zahlt, sonst kracht's. In welchem Monat bist du? Ende 6. Bist deppert? Ende 6. Ja, dann brauchst du nicht nach England fahren. Dann ist der Fall gelaufen. Aber ich bin noch ganz ohne Bauch, wie man sieht. Das ist unterirdisch und so groß wie ein Kürbis. Das macht niemand mehr, auch nicht in England. Mord nach dem 5. Welttatsache. Scheiße. Warum kümmerst du dich denn erst jetzt um das? Ich hab Tag und Nacht überlegt. Mit dem Kind musst du dich abfinden. Ich glaube auch. Das scheint sicher wieder tot. Genau. Dann wird der Herr eben in den sauren Apfel beißen und dich heiraten zur Strafe. Bleibt ein Jahr verheiratet, lasst euch dann scheiden. Wie anderswo auch. Zeit vergeht. Das Kind hat seinen Namen und du dein Auskommen und die Ehre. Und ich die Genugtuung. Das ist das Mindeste, was man verlangen kann. Ich hab gedacht, du bist meine letzte Rettung. Bin ich auch. Aber langsam. Erst muss er dich heiraten, dann reden wir weiter. Ich liebe dich. Das fordert seinen Preis. Dieses Scheißkind. Ein Kind ist ein Kind. Arm. Derzeit ist nichts mit uns. Ich heirate dich. Nach ihm. Sonst stehe ich dumm da als der Dumme. Schaut's ihm an, sagen die Leute, dann lauft er dahin mit ihr. Und das Kind im Kinderwagen ist die Geburt von einem anderen. Anders hat er sie nicht bekommen. Der Leo muss in den sauren Apfel beißen, genau. Er muss mich heiraten. Vorübergehend. Aber sein muss es. Die Rechnung macht er nicht ohne den Wirt. Und der bin ich. Haltestelle. Ohne Fleiß kein Preis. Ich arbeite. Fernkurse sind die Zukunft. Pflichterfüllung. Und wenn der Generaldirektor persönlich hereinkommt, Weiterbildung muss erlaubt sein. Und wenn sich die Beziehung zum Herrn Regierungsrat Hapfinger durch seine Tochter hindurch erweitern lässt, dann bin ich bald Inspektor. Eine Bank und ein Finanzamt haben viel gemeinsam. Wer schätzt nicht die Vorzüge von Verbindungen? Ach was. Hereinkommen kann, wer will. Ich bin die Zukunft. Redst du jetzt mit dir selber? Nebenbei. Grüß Gott, Marie. Setz dich hin. Ein Besuch ist immer willkommen. Ein Brief hat dich erreicht, Einschreiben und Express. Da ist er. Der Karl ist unschuldig. Bitte? Es steht auch schon in der Zeitung. Der Sohn vom Juwelier selber war's. Ich habe heute noch keine Zeit. Es ist Startgespräch. Ja, was gehen mich die Leute an? Man gratuliert dem Karl. Richt es aus, bitte. Der Brief ist jetzt geschissen. Ich bin da, um über meine Ehe mit dir zu reden. Du heiratest mich, wie es sich gehört. Hast das Kind noch? Ende 6. Monat. Ja, rechnen kann ich auch. Du hast es ja wollen, dass es bleibt. Die Zeit ist vorbei, das war einmal. Ein Kind kann man nicht an- und abstellen, wie du hör zu. Es hat sich viel geändert. Ich habe eine andere... Das ist mir wurscht, erst komm ich. Ihr ist es auch wurscht. Ein lediges Kind kommt nicht in Frage. Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Da gehört nämlich eine Liebe dazu. Du heiratest mich und wenn ich dich zwing... Liebst du mich? Was geht das dich an, wenn ich lieb? Zur Ehe gehört eine Liebe. Glaubst? Für mich schon. Jemanden, den man liebt, für den geht man durch dick und dünn und stirbt für ihn, wenn es sein muss. Kannst du dir vorstellen, dass du für mich stirbst? Nein. Eben. Die Ehe ist heilig. Mir jedenfalls. Wir wickeln ein Geschäft ab. In einem Jahr kannst du dich wieder scheiden lassen. Auf eigenes Verschulden. Zwischendurch brauchen wir uns nie zu sehen während der Ehe. Zumindest ich lege keinen Wert drauf. Aber das Kind hat seinen Namen und alles seine Ordnung, wie es sich gehört. Und du deine Rente auf Lebenszeit. Mit die Alimente allein kommst du mir nicht weg. Und wenn ich freiwillig mehr zahle? Ehe und sonst nix. Der Karl ist rehabilitiert. Aber das Eisen ist noch heiß. Vor ein paar Tagen war es groß in der Zeitung, die Verhaftung. Die Entlassung ist kleingedruckt. Wer hat's gelesen? Die Geschichte mit dem Juwelier seinem Sohn ist jetzt Trumpf. Und wir sind passé. Das ist die Wirklichkeit. Ein lediges Kind ist jetzt unpassend. Das wirst du zugeben müssen. Das Geschäft vom Papa geht auch immer schlechter. Einzelhandel verreckt, ich habe es ihm oft gesagt, deinem Papa. Aber ein lediges Kind ist halt kein Beinbruch mehr, das überschätzt. Es ist kein Unglück wie früher, bloß ein Blödsinn und das ist es mir nicht wert. Dass du umeinander verzehren kannst, die blöde Gans vom Schuhgeschäft Anton, die Marie, habe ich gefickt und sie hat hergehalten und mich machen lassen. Jetzt habe ich Nachwuchs und zahle einen Blauen dafür im Monat, das ist es wert. Und ich renne mit dem depperten Kind durch die Gegend und lass mich blöd anschauen. Das machen mir zwei nicht, dass du der King bist und ich die blöde Kuh. Wir brauchen uns nur noch zweimal zum Sehen im Leben. Bei der Hochzeit
und ein Jahr drauf bei der Scheidung. Aber darauf bestehe ich. Das ist keine Ehe. Das ist der reine Hass. Aber der Hutschinger Peter steht hinter mir, mit seinem Papa. Hat meine Beobachtungsgabe doch recht gehabt an dem fraglichen Abend in München. Sau. Aber bloß moralisch. Ja, moralisch wie Schwanz. Wenn der die Beziehungen von seinem Papa spielen lässt, dann kannst du dich aufhängen, Herr Inspektorenanwärter. Vielleicht. Unter Garantie. Wir haben es uns so überlegt gehabt. Du zahlst die Abtreibung erster Klasse in London und die Sache ist vergessen. Genau. Ende 6. Monats Mord. Das ist Welttatsache, sagt der Peter. Zu spät, genau. Und drum braucht es eine Ehe. Kurz, aber amtlich. Eine Bürgerlichkeit ist es plötzlich, wo du es suchen kannst. Eine Marie mit 20.000 ist was anderes wie eine Marie ohne 20.000. Also was gesagt, der alte Depp? Das musst du büßen. Da gehe ich über Leichen. Weil du kein Hirn hast. Glaubst du, ich will das Geld wegen einer Weltreise? Blödsinn. Aber wegen der Ehe ist es notwendig. Was glaubst du, was das kostet, eine Ehe, wenn sie gegründet wird, so wie es sich gehört, weil es üblich ist? Tausende. Und wo nehme ich die her, vom lieben Gott? Eine Heirat ohne den Grundstock wirft einen zurück und sonst gar nichts. Glaubst du wirklich, dass ich dich noch will? Nein. Eben. Aber ich brauche die Ehe wegen der Umgebung. Wiedersehen. Sau. Muss ich ums Reif. Die Beziehungen, die der junge Herr Hutschinger hat, werden sich erschöpfen, wo ich dem Herrn Regierungsrat seine Tochter besitze. Was ist eine Hutfabrik gegen ein Finanzamt? Lernen wir weiter. Die Stürme des Lebens sind bloß Zeitvertreib. Fernkurse sind die Zukunft. Ich bin schon in Ordnung. Duell. Servus, Leo. Servus. Hast du drunten gewartet auf die Marie, wegen dem Bescheid? Mir tut sie leid. Seit wann geht's wieder miteinander? Sie tut mir nur leid, sonst nichts. Wer es glaubt, ist ein Arschloch und wird selig. Es geht um das Kind. Das ist von dir, unzweideutig. Oder nicht? Was weiß der Mensch? Also von mir ist es nicht Ehrensache. Das wäre mir nicht entgangen. Genau. Heiratst sie. Damit ich ein Leben lang brenne wie ein Blöder. Es geht nicht bloß ums Geld. Jetzt, wo die neuen Scheidungsgesetze kommen, stehst dich eh fast gleich, Ehe oder ledig. Es ist wegen der Öffentlichkeit. Warum soll sie es sich schwer machen, die Marie, und alles auf ihre Schultern nehmen? Ist doch schlechter Stil von dir. Ich heirate sie nicht, basta. Nimm du sie? Später vielleicht. Das ist eine verlogene Sau. Bevor du sie heiratest, habe ich Zwilling. Der so wie es jetzt ist, natürlich nicht. Ich bin von meinen Eltern abhängig als Erbe. Eine Frau mit einem ledigen Kind ist da scheiße. Aber schuldlos geschieden, das erweckt Vertrauen. Ist nicht so einfach für mich, über das Kind hinwegzukommen mit meiner Sympathie für sie. Du heiratest sie zuerst und dann nehme ich sie. Die will dich doch jetzt nur, weil es dein Geld hast. Welches das meine ist? Mein Schwanz ist auch der meine und mein Gesicht auch. Das musst du mir büßen. Du bist in der Hypo. Du im Moment auch? Dein Chef kennst. Anzunehmen. Die Marie sagt, Inspektorenanwärterprüfung macht der Herr. Genau. Mein Papa kennt den Filialleiter Petzold. Besser wie du vielleicht. Und? Und den Herrn Direktor Häufel in München. Den kennt mein Papa auch. Der ist im Aufsichtsrat. Genau. Und hat seine Macht. Kennst du den Regierungsrat Hapfinger? Warum? Und seine Tochter, die Fanny? Nein. Aber ich. Und ich kenne ihren Papa intensiv. Und der kennt meinen Filialleiter und Chief intensiv. Mein Papa macht das schon. Mein Schwiegerpapa in Spee ist bei der CSU, wie es sich gehört, und den Regierungspräsidenten kennt er, zum Duzen kennt er ihn. Ja, glaubst du, mein Papa ist vielleicht bei der SPD? Das ist ein Freund vom Tandler. Und der Regierungspräsident kennt einen Häubel. Heirate Marie. Mein Papa macht dich sonst fertig. Mein Schwiegervater wird Hapfinger heißen und dafür Sorge tragen, dass mir keine Nachteile erwachsen. Machen wir ein Match. Genau. Weil dieser, die du mit deinem Papa bist, die bin ich schon lang. Und die Weiber, die bei mir heiß gelaufen sind und weggeworfen werden, die stoßen sich bei dir gewöhnlich. Und dabei bleibt's. Schau in den Spiegel, Bubi. Servus. Servus, Bubi. Schöne Grüße an die Marie. Kein Geld und keine Treue, die Marie. Aber kommandieren, das tät dir passen. Das Leben ist eine Frage der Intelligenz. Abendkurse sind die Zukunft. Ich lerne weiter. Ungestört. Amerika 1. Keiner daheim. Keine Empfänglichkeit für den Heimkehrer. Eh gut. In der ganzen Stadt bin ich umeinander. Das Auto stehen lassen.
Ich bin noch nie so gern zu Fuß gegangen. Aber die Leute schauen. Schweine. Weil's mich kennen, aber keiner sagt was. Vergönnt hätten sie es mir, dass ich es war. So viel ist sicher. Aber nein, meine Herrschaften, das tut mir leid. Mit Einbruch kann ich nicht dienen. Ich glaub an meine Existenz, weil sie mich ernährt und gut. Trumpfschokolade. Lauter Konserven. Das hätt's bei der Mama nicht gegeben. Alles eingeteilt und Wochentag zum Erkennen auf dem Mittagstisch. Kinderzeit, schöne Zeit. Montag Kaiserschmarrn oder Spinat und Wammerl. Dienstag Leber oder Niere, jedenfalls eine Innerei. Mittwoch Leberknödel und Salat. Oder Krautwicker. Selten Apfelstrudel, leider. Donnerstag, Scheiße vergessen. Freitag Fisch oder Dampfnudeln mit Vanillesoße. Samstag Gemüse nach Jahreszeit und Fleisch, billig. Sonntag Schweinenes und Kartoffelknödel. Wenn möglich Gurkensalat. Keine Pfannibatzerei. Selber gemacht. Halb roh und halb gekocht. Ein Genuss und die Zeit ist vorbei. Arme Mama, arme Mama. Scheiße. Amerika 2. Kali. Schwester, besser ein Schwesterl als gar keine Frau. Sau. Schön, dass du wieder da bist. Es ist so schlimm. Und was soll ich sagen? Lies den Brief vom Leo. In eine solche Familie kann er nicht hineintreten, als ob mir Verbrecher sein täten. Wer ist denn auf der Brennsucht hinterhergeschwommen? Er oder mir? Der Herr Inspektorenanwärter, der Depp. Ich war gerade mit dem Peter Hutschinger bei ihm. Der hat ihm gedroht, weil er mich liebt. Aber der Leo geht mit der Hapfingerfahne vom Regierungsrat, weißt? Und jetzt hat er keine Angst. Hast das Kind noch? Ja. Das wird ein Fest. Die Mutter gestorben, der Sohn unter Einbruchsverdacht und die Tochter kriegt ein lediges Kind. Wie bei die Zigeuner. Blöd ist es. Ziehen wir nach München. Augsburg ist verbrannte Erde für uns. München ist besser. Aber bloß München, Hamburg oder Berlin. Sonst ist es überall das Gleiche. Für die Petra Schürmann ist ein lediges Kind eine billige Publicity. Für mich ist es ein Knopf in der Zukunft. Wenn er dich liebt, soll dich der Peter heiraten. Er sagt, er liebt mich. Er will mich auch heiraten, aber nicht direkt. Er will nicht die Mutter von einem fremden Kind heiraten, das bringt er nicht übers Herz. Zuerst muss der Leo durch eine Heirat mit mir gedemütigt werden, sagt er. Dann nimmt er mich, dann geht's. Wo er ein Mann ist, hat er seine Gefühle. Ach, man müsste ihn erweichen. Beweisen, dass es mehr ist wie Liebe. Hörigkeit. Ich gehe nach München. Wo du unschuldig bist. Da kann man sich nichts kaufen dafür. Meine Tour ist versaut. Glaubst, es gibt noch einen Kunden, der nicht weiß, was gewesen ist mit mir? Was, sie sitzen gar nicht? Nein, haben's nicht gelesen, dass es ein Irrtum war. Ich hab gelesen, dass sie verhaftet sind. Das andere hätten's auch lesen müssen, dass mich wieder auslassen haben wegen der Unschuld. Naja, es wird klein gedruckt gewesen sein. Ich sehe ohne Brille nicht. Wer einmal im Verdacht war, bleibt verdächtig. Ich gehe nach München, wo mich keiner kennt, und fang neu an. Ein Vertreter braucht die Anonymität, sonst ist er unverkäuflich. Schattenkabinett. Der Herr Sohn findet auch wieder einmal heim, nachdem die Schand da war. Servus, Papa. Grüß Gott, ihr zwei. Gestern haben sie mir auslassen in München. Heute bin ich da. Schneller geht's nicht. Ich müsste was sagen, was mir nicht angenehm ist. Aber ich habe deine Schulden bezahlt. Das muss gelangen. Die Firma dankt. Es ist nahrhafter wie ein schlechtes Gewissen eben. Und jetzt? Keine Sorgen, ich gehe nach München. Hier ist deine Zeit aus. Ich weiß es. Das ist dein Empfang, wo man direkt aus der Unschuld kommt. Seit die Mama tot ist, ist es ruhig in dem Haus. Mein herzliches Beileid im Nachhinein. Warst du auf dem Friedhof? Bestimmt nicht. Ja. Es ist ein Trost, dass wir noch einen Platz haben kriegen können bei den Waldgräber. Der neue Teil vom Friedhof ist trostlos. Da liegt sie jetzt und freut sich. Mich liegt's auch dazu. Sie liegt auf 2,30 Meter. Absicht. Auf 1,80 Meter kann noch wer kommen. Das bin ich. Wie du willst. Versprochen. Schade, dass es nicht sehen hast, Kinder, die Beerdigung. Mindestens 300 Menschen. Ein Festzug sozusagen. Angestarrt haben sie uns deine Schwester und mich nicht zum Schildern. Als wenn ich der Heinz Rühmann sein tät. Man kann es sagen. Wir waren die Sensation des Tages. Das hast du uns angetan. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Die Polizei ist ein einziger Mord. Wenn's dich bekannt sein lässt in der Stadt wie ein bunter Hund mit deinen Schulden etc., wäre es nicht gekommen, dass die Polizei an dich denkt.
Die denken nur an das, was offensichtlich ist. Pech. Ein Brief für mich? Wie du willst. Vom Leo. Das ist sauber. Dieser Schwein von Gottes Gnaden. Davon weiß ich ja gar nichts. Und ein Kind kriege ich auch von ihm. So. Mit den verdammten Saufratzen bleibt einem nichts erspart. Die Mama hat schon recht gehabt. Die hat den besseren Teil gewählt und ist gestorben. Wenn nur mich der Teufel geholt hätte, statt dir. Blöder Trampi. Mei. Ist dir nicht gut für das Kind, gell? Das sage ich dir. Da kannst du dich drauf verlassen. Lieber halte ich mir einen Hund. Das ist ein Kind, das wo mich nichts angeht. Ja, das mache ich schon. Und mit was, wenn man fragen darf? Das lebt nicht von der Liebe, so ein Kind, sondern vom Geld, wie andere Leute auch. Weil es ein Mensch ist. Brauchst bloß einmal hineingehen in eine Apotheke und schauen, was das kostet. Babykost, Aletikost für das Kind. Das braucht es heute, weil es alle haben. Sonst bleibt es zurück. Bilanz. Guten Abend miteinander. Kale, grüß dich, alter Spezi. Also ich habe es gleich gewusst. Der Kale ist unschuldig wie ich. Ich hab's auch gewusst. Zwei, danke. Ich hab deine Schulden zahlt. 217 Mark. Ich hab mit dem Leo geredet gerade. Mein Papa wird sein Bestes versuchen, aber ich weiß nicht. Er will die Habfinger-Fanny heiraten. Wie es ausgeht, steht in den Sternen. Gemein war er, was es nicht gebraucht hätte. Ja, heiraten tut er dich nicht, so viel ist vorerst klar. Und warum heiratest mich du nicht? Geh, wie kannst du denn da fragen? Dann bring ich mich um. Nimm mich mit nach München, Karl. München ist groß. Da muss ich selber erst auf meine Füße stehen. Dann kannst nachkommen. Papa, wo ich deine Tochter bin. Mit mir kann man nicht rechnen. Ein lediges Kind sehe ich nicht, weil es für mich nicht existiert. Ich kann nicht raus aus meiner Haut und Schuster ist ein Handwerk, das unbarmherzig stirbt. Ich habe eine Annonce in die Zeitung gegeben. Ich heirate noch einmal. Es muss sein, das Alte ruft und ein unschuldiger Witwe das zirkt. Ich denke mich und überlebe. Ich bin dir ganz hörig, Peter, wenn's mich nimmst. Die Komödie wächst mir über den Kopf. Ja, und was sagt mein Papa, so wie es steht? Der Leonhard nimmt mich auch nicht. Schlechte Aussicht. Dann... Bringst dich um. Das ist bekannt und fad. Mach meinen Skati, Herrn. Bloß der Leo fehlt. Und das geschieht ihm recht. Und keiner muss aussetzen. Keine Ausreden. Ich gib. Und ich? Du hast Kiepitzen. Damit ihr es wisst, ich hab mich vergiftet. Ich hab mich wirklich vergiftet. Hilfe! Mach kein Theater. Ein Selbstmord, den ich nicht überlebe. Zuerst muss tot sein, dann glauben wir es. Hol ein Bier, ist gescheiter. Ja. Mich selbst erschüttert diese Clara gewaltig, wie sie aus der Welt herausgedrängt wird. Friedrich Hebbel. Sie hörten Maria Magdalena, Hörspiel von Franz Xaver Grütz. Die Personen und ihre Sprecher waren Papa Ossi Eckmüller, Mama Rosemarie Fendel, Marie Lisa Fitz, Karl Maximilian Villinger, Leo Jörg Hube, Peter Helmut Fischer, Huber Matthias Hell, Inspektor Franz Xaver Krötz. Toningenieur Roland Seiler, Schnitt Christiane Recht, Regieassistenz Johannes Hertel, Regie Franz Xaver Krötz.